Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 152 Beistand. Den gestrigen Weihnachtsfeiertag hatte Hermine sich anders vorgestellt. Da Severus sich mit seinem Zustand abgefunden zu haben schien, hatte er sein damals an Harry gerichtetes Hilfegesuch erneut als Belanglosigkeit dargestellt. Severus hatte gesagt, dass er mit seiner Gefühlsbeschränkung leben könne, weswegen er ihr jegliche Details über die Ursache verweigerte. Noch vor dem Frühstück in der großen Halle suchte sie Harry auf, der ein wenig müde wirkte. »Morgen«, grüßte er mit zerzausten Haaren und Schlaf in den Augen. »Harry, du musst unbedingt mit Severus reden.« Es war keine Bitte gewesen, sondern ganz klar eine Forderung. »Herrje, was ist denn jetzt wieder passiert? Hat er dich rausgeschmissen?« »Nein, aber er wollte mich nach Japan schicken«, antwortete sie, weswegen er ganz große Augen machte. »Japan?« wiederholte er ungläubig, als er ihr einen Platz anbot. »Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Harry, ihm fehlt ganz offensichtlich ein Teil seiner Seele«, sagte sie leise. »Die Theorie ist aber doch nicht neu, Mine.« »Nein, du verstehst nicht. Er hat es mir erzählt.« Sie fasste sich an die Stirn. Er bemerkte, dass ihre Hand zitterte. »Jedenfalls habe ich heraushören können, was ihm fehlt. Denn du brauchst nicht glauben, dass er deutlich geworden ist. Er hat mir gesagt, er hätte sich mit Dingen befasst, die man noch nicht einmal ergründet hat.« Harry blinzelte, hörte aber weiterhin zu, als sie sagte: »Ich glaube, er hat damals einen riesigen Fehler gemacht, aber das Schlimme ist, dass er so sehr davon überzeugt ist, keine Lösung finden zu können, dass er auch mir keine Details geben will.« »Und weswegen soll ich mit ihm reden?« Er ahnte bereits, was auf ihn zukommen würde. »Du sollst ihm sagen, nein, nicht nur sagen, sondern versichern, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um...« Harry unterbrach. »Und wenn es wirklich keinen Ausweg gibt?« Ihre Gesichtszüge verhärteten sich. »Das ist keine Einstellung, die hier als Option gilt. So denke ich einfach nicht.« Er seufzte. »Harry«, sagte sie viel einfühlsamer. »Er hat damals dich um Hilfe gebeten und ich finde, deswegen solltest du mit ihm reden.« »Und über was genau? Ich meine, soll ich ihn über seine Fehler ausquetschen oder ihm nur sagen, dass er dich gefälligst zu unterstützen hat, damit du es rausfinden kannst?« »Er soll erstmal von seinem hohen Ross steigen und nicht davon ausgehen, dass ich unfähig bin.« »Hermine, er hat vielleicht schon selbst seit 20 Jahren nach einer Möglichkeit gesucht, seinen Fehler rückgängig zu machen. Und tut mir leid, wenn ich das sage, aber er ist nicht gerade geistig unterlegen. Er wird schon einiges in Betracht gezogen haben, an das du bestimmt nicht einmal im Entferntesten gedacht hast.« Sie schien erbost. »Sag mal, willst du mir jetzt in den Rücken fallen?« »Um Gottes Willen, nein! Ich will nur nicht, dass du zu sehr enttäuscht bist, wenn es tatsächlich nichts geben sollte, um...« Er suchte nach dem passenden Ausdruck, »seine Seele zu heilen.« »Das wird nicht passieren.« »Sicher?« Er fragte zweifelnd nach, denn er wusste noch genau, wie sehr sie am Boden zerstört war, als sie nach einem Todesserangriff zwei Muggeln das Leben nicht retten konnte. »Sicher, Harry. Ich will nur, dass er kooperiert. Er soll mit mir reden und mir meine Fragen beantworten. Den Rest mache ich alleine, bis ich etwas gefunden habe«, sagte sie sehr selbstsicher klingend.
Und wann soll ich mit ihm reden? Wollte Harry wissen. Heute. Hermine, heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Wir haben Pläne. Geh doch wegen seinem Hund zu ihm. Ein Gespräch entwickelt sich von alleine. Schlug sie vor. Sicher wird es auch gar nicht auffallen, wenn ich plötzlich mal wieder zum Gassigehen vorbeikomme. Er seufzte erneut. Ja, von mir aus, ich gehe. Aber wenn ich länger über das Gespräch nachdenken könnte, würde ich bestimmt mehr Glück haben. Er wird die Zeit ebenfalls nutzen, um sich sämtliche Gegenargumente zurechtzulegen. Allerdings rechnet er mit einem Gespräch mit mir und nicht mit dir. Darauf wird er nicht vorbereitet sein. Belustigt fragt er, du meinst, er hat sich bisher keine Ausreden durch den Kopf gehen lassen, die auch ich verstehen könnte? Ich meine damit, dass du solche Dinge völlig anders angehst. Ich betrachte es eher von der wissenschaftlichen Seite und argumentiere entsprechend, erklärte sie. Und ich? Du wirst schon herausfinden, was ich meine. Sie lächelte zuversichtlich. Na gut, ich geh gleich, stimmte er zu. Was hat er eigentlich zu meinem Weihnachtsgeschenk gesagt? Keine Ahnung, er hat nicht alle geöffnet. Er hat nur eines aufgemacht, weil ich ihn dazu gedrängt habe. Was hast du ihm denn geschenkt? Er lächelte, während er schilderte. Colin und Dennis haben Fotos für mich reproduziert. Du weißt schon, ein Foto von einem Foto. Es hat sie etwas Zeit gekostet, damit die Kopien auch beweglich werden, aber sie haben es geschafft. Ich habe für Severus ein Fotoalbum mit Bildern von früher zusammengestellt. Fotos meiner Mutter. Naja, manchmal ist mein Vater oder Remus oder Sirius auch mit drauf, aber das ließ sich nicht vermeiden. Wie bist du denn an all die Bilder gekommen? Wollte Hermine wissen. Die alten Ordensmitglieder, alte Schulfreunde. Du glaubst gar nicht, wie viele Bilder Molly und Arthur von meinen Eltern haben. Minerva hatte einige und Alistair. Nevilles Oma hat für mich auch ihre Alben geplündert. Über sein Gesicht hatte sich ein seliges Lächeln gelegt. Siehst du, Harry, sagte sie gerührt. Du gehst das alles mit Gefühl an. Das ist der Unterschied. Er hatte sich vorgenommen, nicht nur den Hund als Grund für seinen Besuch vorzuschieben, sondern auch die Frage, wie sein Geschenk gefallen hatte. Nachdem Salazar ihm geöffnet hatte, waren weder Severus noch der Hund anzutreffen. Doch er musste nicht lange warten, denn die beiden betraten wenige Minuten nach ihm den Raum. Verdutzt fragte Harry, sie waren alleine mit dem Hund draußen? Ihre Beobachtungsgabe ist überwältigend, erwiderte Severus sarkastisch, und Harry ahnte jetzt schon, dass er in einem ernsten Gespräch den kürzeren ziehen würde. Und, hat's Spaß gemacht? Wollte Harry schmunzelnd wissen. Severus antwortete darauf nicht, was einem Ja gleichkam. Warum sind Sie hier? Ohne seinen Gast anzusehen, leinte Severus den Hund ab und begab sich zur Couch. Ich wollte fragen, ob Ihnen mein Weihnachtsgeschenk gefallen hat? Ich habe es belassen, wie es ist. Sie können es wieder mitnehmen. Was? Verdutzt blinzelte Harry ein paar Mal. Nein, es gehört Ihnen. Im Gegenzug haben Sie von mir nichts bekommen und... Es war ihm egal, was Severus sagen wollte, sodass er mutig unterbrach. Es gehört Ihnen. Ich erwarte nichts zurück. Wegen der vielen Mühe, die Harry sich gemacht hatte, bat ihr, machen Sie es bitte auf. Werden Sie etwa erst gehen, wenn ich Ihrem Wunsch nachgekommen bin? Fragte Severus grantig. Ich muss um 10 sowieso weg und wollte nur... Er seufzte. Machen Sie es einfach auf, Severus. Bitte. Wie ein verspätetes Echo seufzte diesmal Severus. Welches ist es? Fragte er seinen jungen Kollegen, sodass Harry auf ein bestimmtes Geschenk deutete. Mit genervtem Gesichtsausdruck fragte Severus. Etwa das mit den Weihnachtswichteln? Ich fand das Geschenkpapier für diese Jahreszeit angemessen, verteidigte sich Harry zaghaft. Mit den Augen rollend kommentierte Severus. Ja, für einen Dreijährigen vielleicht.
Man konnte es mit der Angst zu tun bekommen, wenn man Zeuge dessen wurde, wie grob Severus das Geschenkpapier zerfetzte. So, ich habe es ausgepackt. Zufrieden? Fragte Severus, der das Album in der Hand hielt. Enttäuscht darüber, dass er Severus Anweisung geben musste, sagte er verstimmt: Wollen Sie nicht wenigstens einen Blick hineinwerfen? Mit zusammengepressten Lippen öffnete Severus das Bilderalbum. Schon beim Betrachten des ersten Fotos verflog die harte Linie, die seinen Mund geformt hatte, und Harry wusste auch warum. Als erstes Foto hatte er eines gewählt, auf welchem seine Mutter lachend und winkend auf dem hölzernen Pferd eines Kinderkarussells saß, obwohl sie längst erwachsen war. Neben ihr saß Elise und hinter ihr Frank Longbottom. Laut Nevilles Oma war James derjenige gewesen, der das Bild aufgenommen hatte, was er Severus nur auf Nachfrage hin offenbaren würde. Doch der war von dem Anblick ganz sprachlos. Harry hörte ihn schwer atmen, kräftig schlucken, bevor er umblätterte. In Gedanken verfolgte Harry, welche Bilder Severus jetzt sehen musste. Da war das vom Ordenstreffen, welches gemacht worden war, nachdem alle Mitglieder sich an Mollys Eintopf satt gegessen hatten und seine Mutter versuchte, mit Mandarinen zu jonglieren, was ihr nicht ein einziges Mal gelungen war. Das daneben war ein Foto vom gleichen Treffen, nur dass alle Mitglieder sich nebeneinander gestellt hatten, um sich fotografieren zu lassen. Nach einer ganzen Weile sagte Severus mit bewegter Stimme: Sie hätten wenigstens Pettigrew wegretuschieren können. Ich wollte nichts verfälschen, erwiderte Harry ehrlich. Gefällt es Ihnen? Ohne auf seine Frage einzugehen, fragte Severus: Warum tun Sie das? Was? Ihnen was schenken? Verärgert blickte Severus auf, während er zeitgleich das Album zuknallte. Ich versuche zu vergessen und Sie bohren nach und reißen alte... Harry war sich sicher zu wissen, mit welchen Wörtern man diesen Satz vollenden könnte. Warum tun Sie das? Fragte Severus erneut, nur noch viel ungehaltener. Kleinlaut erklärte Harry: Ich wollte Ihnen eine Freude machen. Ich weiß ja, dass Sie meine Mutter... Severus' gestrenger Blick ließ ihn den Satz nicht zu Ende führen. Er wurde von Severus zwar nicht hinausgebeten, aber er wurde nun ignoriert, sodass Harry selbst den Schluss fasste, zu Ginny zurückzukehren. Doch vorher sagte er noch ein wenig bekümmert: Es wird nicht funktionieren, Severus. Sein Kollege blickte ihn fragend an, was Harry als Anlass sah, genauer zu werden. Manche Menschen wird man nie vergessen können und dabei ist es völlig egal, wie viel Zeit vergeht. Dass es ihm mit Cedric und anderen Menschen genauso ging, erwähnte er nicht. Aber das musste er auch nicht. Severus schien verstanden zu haben. Es überraschte Harry ein wenig, dass Hermine noch immer bei ihm war. Sie saß mit Nicholas auf dem Schoß neben Ginny und die beiden unterhielten sich. Als Hermine ihn erblickte, fragte sie sofort: Wie ist es gelaufen? Schlecht, war seine trübsinnige Antwort gewesen. Hast du es etwa vermasselt? Hey, ich hab gar nichts vermasselt. Das Gespräch ist einfach nicht so gut gelaufen. Mein Geschenk fand er wohl nicht so prickelnd. Die Enttäuschung in Harrys Stimme war nicht zu überhören. Ich hab dir gesagt, begann Ginny, dass du dir nicht so eine Mühe machen sollst. Er weiß so etwas nicht zu schätzen. Nein, das ist es nicht. Ich denke eher, mein Geschenk hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Deswegen mag er es nicht besonders. Er seufzte. Ich hätte doch den Gutschein besorgen sollen. Gutscheine kann er nur von Borgin und Burks gebrauchen, sagte Hermine, um ihm ein wenig aufzuheitern. Soll ich euch mal erzählen, was Albus ihm geschenkt hat? Als Harry und Ginny ganz Ohr waren, schilderte sie: Nachdem wir herausgefunden hatten, dass das Marmorgrab am See ein massiver Stein ist, da hat Severus später zu Albus gesagt, er würde sich ein Marmorwaschbecken wünschen. Harrys Schmunzeln war immer größer geworden, bevor er den Kopf schüttelte und sagte: Das ist jetzt nicht wahr, oder?
Hat er es getan? Severus hat jetzt eine wunderschöne Badewanne aus weißem Marmor. Passend dazu das Waschbecken und die Toilettenschüssel. Alle drei mussten auflachen. Selbst Severus hat lachen müssen. Die drei sprachen noch ein wenig über Albus schwarzen Humor, bis Hermines Magen zu knurren begann. Gehen wir frühstücken? Fragte Hermine, der noch immer anzumerken war, dass es sich von Harry mehr versprochen hatte. Sie reichte ihm den Jungen, als es unerwartet klopfte. Mit Nikolas im Arm öffnete Harry die Tür und war sehr erstaunt darüber, Severus anzutreffen. »Kommen Sie doch rein«, bat Harry höflich. Einen Moment lang betrachtete Severus das ruhige Kind in seinem Arm, bevor er ablehnte. »Nein, danke. Ich wollte nur etwas abgeben. Haben Sie noch eine freie Hand?« Harry ließ die Klinke los und zeigte ihm lächelnd die freie Hand. Hinter seinem Rücken zog Severus unerwartet eine Schachtel hervor. Sie war nicht sehr groß, aber schwer, als Harry sie entgegennahm. »Als Dankeschön für Ihr Geschenk«, sagte Severus gefühlskalt. Harry wusste gar nicht, was er sagen sollte, bis ihm ein einfaches »Danke« über die Lippen huschte. »Dann auch frohe Weihnachten«, wünschte sein Kollege, bevor er ihm einmal zunickte und dann ging. Nachdem Harry die Tür geschlossen hatte, wurde ihm Nicholas von Ginny aus dem Arm genommen, während sie ihm riet. »Mach das lieber heute Abend auf. Nicht, dass du den ganzen Tag über deprimiert bist.« »Ich glaube nicht«, warf Hermine verteidigend ein, »dass Severus etwas Bösartiges im Sinn hat.« »Es ist schwer.« Harry bewegte das Geschenk mit der Hand auf und ab, als würde er das Gewicht schätzen wollen. »Mach es auf«, verlangte Hermine, doch Ginny hielt dagegen. Harry hatte genug davon und machte beiden klar, »Ich mache es auf, wann ich möchte, es ist mein Geschenk.« Schon begann er, das einfarbige Papier zu entfernen, um die Schachtel öffnen zu können. In ihr befand sich ein Sack, aber sein Augenmerk lag auf den kleinen Fläschchen mit der silberfarbenen Flüssigkeit. Hermines Augen wurden ganz groß. »Ist das etwa eine Erinnerung?« »Sieht ganz danach aus, Hermine«, bestätigte er, während er die kleinen Fläschchen herausnahm und betrachtete. Erneut riet Ginny ihm. »Schau sie dir lieber nicht an.« »Ich bin viel zu neugierig, Ginny.« »Was ist in dem Säckchen?« Hermine deutete auf das Ledersäckchen. Schachtel und Fläschchen stellte er auf dem Tisch ab, damit er einen Blick in den Sack werfen konnte. Die Entdeckung war ernüchternd. »Es sind Murmeln«, er schaute belustigt. »Für wie alt hält er mich eigentlich?« »Ich ahne was«, sagte Hermine, der noch gut im Gedächtnis war, wie Severus von den Spielen mit Lily erzählt hatte. »Die Murmeln gehören bestimmt zur Erinnerung. Sieh sie dir an, Harry.« »Hermine, er soll sie nicht ansehen. Nicht jetzt.« »Ich habe euch eben schon gesagt, dass ich sie mir ansehen werde, wann ich möchte, und ich will sie jetzt sehen.« Er griff nach dem Fläschchen und ging zum Denkarium hinüber. Hermine folgte ihm, sodass er sich an sie wandte und sagte, »Allein!« Das entkorkte Fläschchen hielt er dicht über die Oberfläche des Beckens, bevor er den Inhalt darüber ausschüttete. Sich innerlich stählend atmete er tief durch, bevor er nach vorne ging, damit seine Nasenspitze die Flüssigkeit berühren konnte. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.